Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Space Engineers. Mein Name ist Peter D. und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und worüber ich mich noch viel mehr freue, sind 400 Follower. Dankeschön. Wow, ich hätte mir ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das doch so flott geht jetzt nach oben mit den Followern. Das alles aber eigentlich nur dank euch. Also an der Stelle möchte ich mich auf jeden Fall mal ganz, ganz groß und herzlich bedanken für die Abos, die Kommentare, die Tipps und die Tricks sowie die ganzen Daumen hoch. Dankeschön an dieser Stelle. Zurück zum Wichtigen, zurück zum Interessanten, zurück zu Space Engineers. Einige von euch, also die Aufmerksamen von euch, werden jetzt sagen, hey, Moment mal, wo ist denn der? Der ist aber nicht in der Station auf dem Mond und tut sich die Fingerwund arbeiten. Nein, ich bin wieder herum, Mutterschiff, weil wir brauchen Uran. Das ist der Plan für diese Episode. Ich muss Uran ranschaffen, denn ich habe meine letzten paar Brennstäbe der Raumstation geopfert. Und deswegen muss ich Uran ranschaffen. Und das werde ich machen, während ich euch nebenbei ein bisschen was über dieses Update von gestern erkläre. Denn die ganz Aufmerksamen von euch werden wahrscheinlich schon dachten, hey, Moment mal, da oben steht Experimental Mode in der rechten Ecke. Ja, das stimmt. Ich habe den Experimental Mode aktiviert zum Ausprobieren. Habe das Spiel, also diesen Spielstand mit Experimental Mode geladen. Und es steht auch Experimental Mode da. Jedoch ist er nicht wirklich aktiv, weil wenn ich, okay, es geht jetzt nicht, machen wir so. Genau, wenn ich jetzt so reinschaue und im Baumenü, ich habe umgestellt auf Experimental Mode, einen Offline-Spielstand, der mir eigentlich eine PCU von 200.000 verschaffen sollte. Ich habe nur 100.000, das heißt, es wirkt sich nicht auf bestehende Speicherstände aus. Ich vermute mal, dasselbe betrifft dann auch den Multiplayer, also wenn ich das Spiel, diesen Speicherstand hier jetzt, diesen Spielstand, auf einen Multiplayer-Spielstand umstelle, dann würde ich wahrscheinlich trotzdem maximal 4 Leute reinkriegen, anstatt der zugesagten 8, die jetzt in Wirklichkeit nur 6 sind, weil es ein kleines Problem mit dem Update gab, wie auch immer, wie auch so weiter und so fort. Ich sollte mal weitermachen und nicht nur quatschen. Jedenfalls, wie gesagt, Experimental Mode, ja, funktioniert, wenn man einen neuen Speicherstand sich auswählt, dann kann man den Experimental Mode aktivieren und ganz gemütlich 200.000 PCU im Singleplayer oder 100.000 PCU im Multiplayer genießen. Dann, des Weiteren, gab es ja noch in diesem Update weitere Planeten. Ja, also der Alien-Planet angeblich zum Spawnen oder eben der Alien-Planet, sagen wir es mal so. Und die letzten drei Monde, die uns gefehlt haben. Titan, Triton und Europa. Und ja, all diese Planeten sind jetzt tatsächlich herinnen in ihren eigenen Szenarien. Das heißt, es gibt ein Szenarium, das heißt Alien-System oder so. Und dann gibt es das Szenario Home-System. Das ist quasi das, was ich jetzt verwende mit Erde, Mond und da drüben dem Mars. Beim Alien-System hat man einen Alien-Planeten plus, ich glaube, den dazugehörigen Mond. Und beim Distant Moons, bei dem Mond-Szenario, sagen wir es mal so, da haben wir Triton, Europa und Titan, coolerweise. Problem ist nur, was ich jetzt ausprobiert habe, und zwar, ich hätte gerne ein System, in dem alle Planeten sind. Wahrscheinlich hätte das gern jeder von euch. Ich hätte es irrsinnig gerne. Uns ist es aber verwehrt geblieben, denn ich habe mir das Ganze im Kreativmodus angeschaut und habe dann probiert, in dem
diversen Szenarien diverse Planeten zu spawnen. Das bedeutet, ich habe hab einen neuen Speicherstand gemacht mit dem Home System oder Home World Szenario, in dem eben Erde, Mars sowie der Mond von der Erde drinnen sind. Problem ist nur, ich kann keinen anderen Planeten in diesem Szenario spawnen. Das wiederum heißt, ich habe nur Mond, Erde oder Mars spawnen können. Dasselbe habe ich mir dann angeschaut eben in dem Szenario mit den Distant Moons, wo Triton, Titan und Europa drinnen sind. Und da ist dasselbe Problem, ich kann nur diese drei Himmelskörper spawnen, die in diesem Szenario sind. Ja. Dann haben wir gedacht, okay, irgendwie zeichnet sich da ein Muster ab. Probieren wir es trotzdem mit dem Aliensystem-Planeten oder Aliensystem-Szenario. Lustigerweise konnte ich in diesem Szenario beim Spawnen der Planeten alle Planeten auswählen, sprich Erd-like, also erdähnlich, Mars, Mond, Triton, Titan, Europa, Alien. Also ich hätte alles spawnen können, sobald ich aber einen Planeten gespawnt habe, wie zum Beispiel Erde oder Mars, hatte ich danach dann plötzlich wieder nur mehr die Auswahl Alien, Planet und Mond. Also inzwischen glaube ich gar nicht, dass es damit zu tun hat, dass das ein Einstellungsfehler ist, sondern ich glaube einfach, dass die lieben Leute von Keen Software House gar nicht wollen, dass wir mehr als drei Planeten in einem Szenario drinnen haben. Was mich ein bisschen traurig stimmt, muss ich gestehen. Aber ich bin noch immer großer Hoffnung, dass die das mit den Dedicated Server hinkriegen. Dass wir uns quasi alle Server mieten können oder eben ich einen Server miete, wo ihr dann auch mitspielen könnt. Das möchte ich auf jeden Fall machen. Wie das dann wie das Ganze abläuft, wie es ausschaut, wie wir das dann handhaben, alles, das schauen wir sich dann an, wenn die Server da sind. Aber ich möchte auf jeden Fall sowas wie einen Community-Server einrichten. Jetzt muss ich da warten, bis das Ding aufgeladen ist. Ha, aufgeladen. Ja, da werde ich das Ganze jetzt einfach ein bisschen mit modernster, technologisch hochentwickelter Schnitttechnik so machen, dass ich euch zurückhole, wenn die Action angeht. So, und da sind wir auch schon. Ich war natürlich so clever und hab's geschafft, an dem Asteroiden vorbeizuspringen. Seid nicht so dumm wie ich und springt nach Augenmaß, springt nach GPS-Koordinaten. Wenn ihr schon welche habt, dann verwendet die auch. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Weil auch wenn man eigentlich 87 Kilometer so weit wie das entfernt war, springt man dann plötzlich 20 Kilometer dran vorbei und die habe ich jetzt einmal gemütlich zurückfliegen dürfen. Aber jetzt sind wir schon da, jetzt holen wir uns da das Uran. Wenn ich mich richtig erinnere, war das ja hier sowieso ein größeres oder einige Vorkommen und nicht nur eines. Das heißt nur wieder das Uran suchen natürlich. Uranium, schaut schon mal gut aus. 190 Meter in dieser Richtung, okay. Da oben haben wir auch noch Uran. Alter Schwede. Das ist ja schon fast wie Geburtstag. Und Weihnachten. Und Ostern, alles in einem. Da ist nichts, oder? 117 Meter, das muss ich mal anschauen, ob das jetzt innen oder außen ist. Au, ich depp. Okay, das ist außen, aber jetzt nicht wirklich ein weltbewegend großes Vorkommen. Aber das kann man schnell machen. Halt, stopp.
sollte meine Steinsorte wieder einschalten, weil sonst sammle ich jetzt eine Menge Stein, die ich nicht brauche. Ja, das ist ja schon was. Schaut doch ein bisschen größer als gedacht, okay. Nee. Da ist Cockpit. Ups. Schaut immer so brutal aus, ich habe immer Angst, dass ich mal irgendwas hin ich mache. Denn ich kenne mich, mit meinem Glück geht das ruckzuck und irgendwas ist kaputt. So, wie schauen wir aus im Knäckgas? Wir haben 114.000 Uran. Da ist aber sicher noch was drin, oder? Da ist noch eine Menge drin. Aber es ist eher am Rand alles. Ich würde gerne wissen, wie tief das geht. Falsche Seite. Richtige Seite. So, das war jetzt mal Loch Nummer 1. Loch Nummer 1, das... war jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste Wortwahl. Das war jetzt mal Vorkommen Nummer 1. Jetzt schauen wir, ob wir noch irgendwas finden. Es wird zwar noch immer angezeigt, aber da ist wirklich kaum noch was drinnen. Aktuell haben wir 285.000 Tonnen Erz. Da möchte ich mich jetzt nochmal kurz hier so umschauen. Da haben wir Silber. Nee. Ah, da leuchtet links schon wieder Uranium in 130 Metern. 140, es wird immer mehr, 150. Schönen Drift hingelegt mit dem Raumschiff, so. Ich würde gerne zu dem Uran dorthin. Dumme Trägheit. So, für das müssen wir sich anscheinend wieder reinbohren. Das ist schon wieder irgendwie unterirdisch anscheinend, also nichts an der Oberfläche. Da möchte ich jetzt vorsichtiger sein, weil ich möchte nicht unnötig das ganze Uran wegkratzen, was eigentlich eh schon hier ist. Ist das Ganze hier schon Uran? Ich bin ein Depp. So, ich würde sagen, jetzt haben wir mal alles. Alles ist nicht gut formuliert. Sagen wir mal so, ich glaube, ich habe jetzt genug, damit ich mal wieder eine Zeit lang auskomme damit. Wir haben jetzt 579 Tonnen Uranerz. Das heißt, ich mache mich jetzt wieder am Weg zurück zu unserem Schiffel. Werde dort andocken. Und dann müssen wir wieder irgendwie zum Mond rüberspringen. Was mir nur inzwischen wieder eingefallen ist... ich habe für den Mond keine GPS-Koordinaten aufgesetzt. ja. Das heißt, ich muss wieder auf Sicht springen. Etwas, wo ich irgendwann einmal vor einiger Zeit, glaube ich, erwähnt habe, man sollte das nicht unbedingt machen, weil man dann wieder an allen vorbeispringt. Aber ja. Ich werde das schon irgendwie hinkriegen. So, einmal abbremsen.
aber jetzt. So, abdocken, also abdocken, andocken, aussteigen, Strom aus, beziehungsweise Triebwerke aus. Ich habe das Ding jetzt absichtlich hinten angedockt, weil immer wenn ich es vorne andock und das Mutterschiff steigt in die Bremsen, habe ich immer Angst, dass diese Düsen das Schiff vielleicht beleidigen könnten, was nicht der Fall ist, weil es ist mehr als drei Blöcke entfernt. Aber trotzdem, ich bin ein bisschen paranoid, wenn man so sagen will. Und gehe da lieber auf Nummer sicher. Ich möchte jetzt nur schauen, das ganze Uran kommt auch rein. Sehr schön, wir haben schon 130, 140 Tonnen und so weiter und so fort. So. Dann heißt es wieder einsteigen. Türe zu, Türe zu. Danke. Was, wieso, warum, weshalb? Der Rhino sollte Sauerstoff herrschen. Jetzt soll mich wieder heilen gehen. Dankeschön. Wow. Das war jetzt ein schöner Boost. So, natürlich übel brav die Türen zu machen. Und jetzt heißt es einmal, dich ausblenden. Mondorbit FE. Theoretisch könnte ich dorthin springen. Schauen wir mal, wo ist denn der? Mondorbit FE. Aktivieren. Der ist in 261 Kilometern die Entfernung, also die in diese Richtung. 261 Kilometer in diese Entfernung. Wir wollen jetzt natürlich mal in Jump Drive ausrichten und diesmal machen wir nicht einen Blind Jump, sondern wir machen einen GPS Jump. Und zwar möchte ich diesen auswählen. Geht das jetzt? Ja. Ha! Und ich springe nicht durch die Atmosphäre. Also da bin ich jetzt gespannt. Wie cool ist denn das? Und wo ist meine GPS-Markierung? Geradeaus von mir 1,3 Kilometer. Alter Schwede, okay, ab sofort nur mehr per GPS-Koordinaten springen, meine Lieben, ich sag's euch. Ich kann mir den jetzt wieder ausblenden lassen da. Danke. Dann drehen wir mal die dicke Bertha. Und machen uns wieder am Weg zu unserer Mondbasis. Und da sind wir auch schon wieder da. So schnell geht das, ruckzuck. Ich habe mich relativ nah an die Station jetzt dran geparkt, keine 350 Meter entfernt. 3 Kilometer unter uns ist die Mount Base. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall Helm aufsetzen. Dann raus hier. Runter in den Lander. Achso, hier ist ja kein... keine Gravitation. So. Ich hätte gerne auf der linken Seite meine eigenen Sachen. Large Cargo Container vom... Genau, LL. Nein, Connector. Ich hätte gerne Large Cargo Container. LL. Da, genau. So. Ich habe natürlich auch ein paar Sachen gleich mit reingestopft, wie eben Thruster, Batterien und Detektorkomponenten, damit ich die unten nicht bauen muss. Ich cleverer Hund, ich. So, und da hätte ich jetzt gerne... Ja, sagen wir mal... Na, vielleicht doch ein bisschen mehr. Sagen wir so 70 Tonnen. Und warum habe ich die jetzt nicht gekriegt? Aber jetzt. Sehr gut. Wir haben unser Uran. Autsch. Unser Treibstoff ist voll und ja, ab nach unten. Triebwerk an, abdocken.
bin so froh, dass beim Mond nur 3000 Meter Gravitationsbereich ist. Das ist so angenehm, man fällt so schnell runter. Sollte vielleicht auch die Hydrogentriebwerke zünden, damit die dann mitbremsen können. Oh, ich depp. So. Genau. Ich habe nicht den Tank abgeschalten. Ich kluger Mensch. Das heißt, die Triebwerke kriegen natürlich keinen Strom. Und können dann auch nicht zünden. Drehen wir sich schon mal um. Wo? Diese Richtung hier. Was ich inzwischen nämlich auch schon rausgefunden habe, ist, dass die Hydrogentriebwerke super sind zum Wegkommen und zum Abbremsen, aber nicht lebensnotwendig. Das heißt, ich kann das sogar mit den Ionentriebwerken alleine machen. Jetzt muss ich da noch irgendwie hinkommen. Ohne dran vorbei zu fliegen. Nein, ich flieg dran vorbei. Da ist sie schon. Gleich davor landen. Denn ich cleverer Junge habe natürlich nichts gemacht, mit dem ich die Sachen jetzt transportieren kann. Nein, ich muss das alles per Hand tragen. Ich werde wahnsinnig. Okay, egal. Ich werde es hier noch aufdocken oder aufsetzen. Ganz vorsichtig, natürlich. Bis der erste Fuß anrastet. Das war's. Perfekt. Wir sind wieder auf dem Mond. So schnell geht das. In einer Episode vom Mond rauf ins Weltall, Uranium holen und wieder zurück innerhalb von 30 Minuten. Absolute Sensation. So, wie man sehen kann, meine Station ist auch schon quasi fertig. Ja, schön. Schwarz, grün, neongrün. Anscheinend gesponsert von Adidas oder so. Ich finde es ganz okay. Ich kann damit leben. Ob es euch gefällt oder nicht, ja, das könnt ihr mir ja dann sagen. Es ist wirklich einfach nur eine schlichte, einfache, kleine Mini-Base, wo man eben das Notwendigste alles hat. Außer Sauerstoff. In diesem Sinne werde ich mich an der Stelle jetzt schon wieder von euch verabschieden. Ich weiß nicht, wie viel ich da jetzt tatsächlich rausschneide. Der Counter zeigt, dass ich schon seit 1,5 Stunden aufnehme. Ich hoffe, ich bleibt da trotzdem im 30 Minuten Fenster irgendwie drinnen. Wenn es ein bisschen kürzer ist, bitte ich das zu entschuldigen. Wenn es ein bisschen länger ist, ebenfalls. Ansonsten werde ich jetzt nochmal sagen, Dankeschön für all die Abonnenten, die Daumen hoch, die Likes, die Kommentare und eure Vorschläge, Ideen, Tipps und Tricks. Ich sage danke und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.